Sie können sich vorstellen, ich habe jede Sekunde jetzt genutzt. Ich weiß gar nicht, ob ich überhaupt geschlafen habe. Faktisch ist alles möglich, weil jeder von Ihnen, der schon mal im Stadion war und Spiele gegen Leipzig selbst miterlebt hat oder auch andere Spiele hier, weiß, was für eine Energie wir ausstrahlen können. Also weiß, was dieses Stadion übertragen kann, weiß, was die Fans übertragen können. Und ich glaube, deswegen ist alles möglich. Entscheidend ist für uns dann, dass wir wirklich jetzt und ich auch in meiner Funktion jeglichen Fokus nutze, um auf das Spiel zu richten. Also auch gleich nach der PK, ob es gleich im Training ist, ob es, wenn ich mit der Mannschaft zusammenkomme. Aber es gilt da einfach jetzt, freie Köpfe zu bekommen, um halt alles möglich zu machen in dem Spiel. Und nochmal, ich glaube, die größte Energie, die wir in Mainz haben, das hat Christian vor ein paar Tagen auch beschrieben, ist die Wucht und die Art und Weise, die dieser Verein gemeinsam mit den Fans entwickeln kann. Deswegen nochmal, glaube ich, dass wir jetzt am morgigen Tag alle in der Bringschuld sind, für jeden einzelnen Staff, die Mannschaft, um den Fans und den Verein einfach hier zu Hause was abzuliefern, was, glaube ich, uns alle wieder begeistern sollte.